Hi liebe Leute, wir sind's nochmal. Und zwar gibt es eine große Problematik mit dem ganzen Projekt hier. Und zwar haben wir ja, wie ihr das sicherlich mitbekommen habt, immer dieses Warte auf Spieler-Ding da. Und das ist halt echt scheiße, weil ich dadurch durch in echt blöde Situationen gekommen bin. Und der gute Atta auch ja öfters mal. Und wir haben uns jetzt überlegt, wenn... Ja, jetzt habe ich nämlich wieder Warte auf Spieler. Wenn das Ganze hier nicht funktionieren sollte, haben wir uns gesagt, dann... machen wir erstmal dieses Projekt, stampfen das in den Boden ein, weil es halt leider einfach nicht geht. Und es ist halt schon mega ätzend, weil es ist eigentlich ein schönes Spiel. Das macht Spaß und alles, oder was sagst du dazu, Atta? Ja, das Hauptproblem ist ja in der gesamten Geschichte. Wir haben jetzt schon die dritte Aufnahmesession und wir mussten, als der Score auch der Host war, immer wieder bis zu dieser Stelle spielen. Punkt 2 ist, jedes Mal, wenn wir das Spiel beenden, hat Squall nichts mehr. Die Pistole ist jetzt weg und die Ausrüstung hatte ich jetzt auch so im Rucksack gehabt. Aber so, das ist einfach für den Arsch. Das macht so keinen Sinn. Und das leckt hier vor sich hin und dann auch so, wie im letzten Part zum Beispiel, wo wir hier diese Insel betreten haben, wo Squall meinte, ja, wo bleibst du denn? Und ich so, ja, du stehst doch da. Und einmal, zack, hüpft er auf einmal auf die andere Seite des Bildschirms. Sowas ist echt für den Arsch. Das macht auch keine Laune, dann zu spielen. Ja, das ist halt richtig. Die Sache ist halt einfach, wenn wir da eine Lösung dafür finden würden, hätte ich auch gesagt, ja gut, okay, lass es uns weiterspielen. Aber solange wir dafür noch keine Lösung haben, ist das halt echt einfach ein schwieriges Projekt. Einfach weil wir dann sterbe ich oder Atta, wir sterben dann öfters und dann gibt es halt einfach Probleme. Und das ist sicherlich für euch auch nicht schön anzuschauen, wenn man dann halt immer wieder mittendrin hat. Dann so, ja, hier warten auf Spieler und bla bla bla. Und das ist halt echt ätzend. Ja, weil am Internet liegt das nicht. Ich habe eben, als in der Aufnahmepause waren, ganz kurz, aber das Speech jetzt gemacht, mehr als ausreichend, also mehr als ich eigentlich haben sollte, Upload und Download. Daran liegt es also auch nicht. Das Scrolls Internet genauso wenig. Der hat eben noch, bevor wir aufgenommen haben, noch bei YouTube gestreamt. Also, ja, es ist halt nicht so, dass man sagt, es liegt am Spiel hundertprozentig, weil, Aber ganz ehrlich, ich denke auch nicht, dass es hundertprozentig am Spiel liegt. Ich glaube, da ist irgendwas, was wir halt nicht beachtet haben richtig und das ist halt irgendwie dumm gelaufen. Ja, aber es sind auch solche Fehler. Ich kann zum Beispiel dich nicht in das Spiel einladen oder beitreten, kann ich selber auch nicht. Das funktioniert auch wieder nicht. So wie Mysterious, also das hat noch sehr, sehr viele Probleme und Fehler. Und wenn ihr, Zuschauer, wenn ihr das jetzt seht, vielleicht eine Lösung für dieses Problem habt, dann wäre es cool, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt. Wieder Pausezeichen, weil es am Lecken war und wo du an die Wand schießt. Aber wieder, wenn ihr da irgendwas wisst oder habt oder wisst, wie man es am besten lösen kann, dann schreibt es in die Kommentare und dann kann es auch weiterlaufen. Genau. Und dann haben wir mal gesagt, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Oder bei einem anderen Let's Play. Wir werden sicherlich irgendwie einen Multiplayer noch finden, den wir zusammen spielen können. Ich denke nicht, dass es die letzte Aufnahme ist, wo wir uns zusammen in einem Let's Play auf einer Insel befinden werden, Atta. Richtig. Und dann schon mal bis denn dann, liebe Freunde. Tschu-tschu. Tschüss.